Wir sind gerade spazieren. Nochmal ganz fix, weil eigentlich müssen wir gleich los. Eigentlich müssen wir, ja. Wir sind gleich noch zu Hebamme. Ja. Ja. Und dann will ich, naja, mal gucken, wie ich es schaffe. Müssen noch was wir mal kochen. Einkaufen und dann. Will ich noch was kochen? Ja. Groß kochen. Riesengroß. Für die Arbeit. Was willst du? Was denn? Und backen. Und backen. Du willst ja noch eine Eierschecke machen. Das ganz große. Müssen wir mal gucken, wie lange wir bei der Hebamme sitzen. Ja. Naja, das Ding, was wird nicht lange dauern. Naja. Das soll ja groß passieren. Ich war letzte Woche erst beim Frauenarzt. Ja. Ja, komm. So, wir sind wieder zurück von der Hebamme. Und dann hat mein Essen gemacht. Und zwar bekomme ich Nudeln mit Carbonara. Carbonara? Oder? Was ist das? Selbstgemachte Käse, Schinken, Soße, irgendwie. Und ich liebe die. Und dann ist Hot Dogs. Er mag Hot Dogs und ich mag das nicht so. Deswegen hat er mir extra noch was Leckeres gemacht. Was ich essen möchte. Ketchup? Ketchup? Na klar, wir müssen die ganze Packung. Na, ich wollte jetzt erstmal nur das, weil ich wusste jetzt nicht, ob du die ganze Ketchup brauchen musst. Jo, wir wollen ein bisschen einkaufen und haben noch ein paar Sachen geholt. Zum einen habe ich nochmal so eine Wattepads geholt. Für den Kleinen. Ich bin schon gefreut. Und unsere Hebamme hatte uns das hier empfohlen für die ersten, naja, fürs erste Mal. Also, falls wir es brauchen sollten, sollten wir uns das hier mal holen. Und so sieht unser Kühlschrank aus. Einfach nur überfüllt. Also, hier drunter ist Käse für die Käseslauchsuppe. Und hier ist gehacktes. Und ja, also, wir brauchen eindeutig einen größeren Kühlschrank. Ist das schon mal aufgefallen? Und den Tiefkühlschrank. Schrank mache ich jetzt nicht auf, weil ich dann bezweifle, dass ich den noch dazu kriege. Ich habe den so eingeräumt, dass er noch überlacht passt. Also wir sind jetzt erstmal voll. Oh, was wollen wir uns gemacht haben? Ja, dann ist jetzt auch hier fertig und dann essen wir erstmal. Es ist gleich um 8. Wir essen erstmal jetzt. Hä? Doch, aber ich warte, bis du fertig bist. Meins dauert so nicht länger. Nicht so lange. Die Mulltücher kamen heute an. 8 Euro alle, 8 Stück. Also jeweils 1 Euro. Haben wir gezahlt. Aber so gut. Versand, also 8 Euro mit Versand. Ja. Und? Ja, einmal durchwaschen, fertig. Das muss so schön mit dem Bärchen. Das einzige. Aber die werden wir immer mal brauchen. Eine gute also Wickeltische. Auf jeden Fall top. Ja. Bin ich auch der Meinung. Und was machst du wohin? Es kommt unterschiedlich. Ich werde die wahrscheinlich mit hier reinmachen, hier unten. Zwei werden wir dann, eine oder zwei werde ich dann in die Wickeltasche machen und dann gucken, werden wir überall mal welche brauchen. Zwei Stück werden wir im Wohnzimmer hinstellen, hinlegen. Aber solange er noch nicht da ist, muss ich die noch nicht verteilen. Und jetzt gehen wir spazieren. Wollte ich gerade sagen. Ich weiß. Du hast den Mund voll gehabt, deswegen habe ich gedacht, ich übernehme dir das mal. Jetzt gehen wir spazieren. Ja, freut sich so schon die ganze Zeit. Jetzt habe ich es noch besser. Witzig, ja? Ist das ja. Lustig, ja? Ja. Also, nur mal so jetzt im Wohnen. Nadine wird das gerade die Jacke anziehen. Ich habe sie verboten. Ich habe sie verboten. Es sind 20 Grad. Und hat sie gefragt. Ich habe keine Hosentaschen, okay? Und da habe ich gesagt. Wo soll ich denn jetzt mein ganzes Zeug hin machen? Und da habe ich mir so gedacht. Na, dann macht er deine Bauchtasche um.
so witzig, ja? Ja, sehr ja? witzig. Ich finde es so lustig. Witzig, ja. Ja. Ich habe gerade keinen Platz vorne dran. So, hm? Was? So, was denn du? Ja, ich muss jetzt wissen, wo ich meinen Zettel. Das ist schon hin. Ja. Ja, ich bin heute beim Kochen. Für die Kollegen. Es gibt immer Käsesuppe. Nur mal so zum Zeigen. Und natürlich eine schöne Eierschicke, die jetzt noch schön backt. Eine Stunde. Thomas ist jetzt noch da. Käse gucke ich mir jetzt erstmal an. Und dann geht's morgen lecker, lecker. Mit Baguettes. Ja, dann wird sich freuen. Ja, die Käse auch so bis fertig. Und der Eierschick auch. Und das werde ich morgen früh noch aufbacken. Ja. Und jetzt gehen wir eigentlich ins Bett. Vielleicht kommen wir noch eine Folge. Mal sehen. Das ist nicht für dich. Das ist für dich. Bibichen. Willst du mir mal eine Schere geben, Schatz, bitte? Virginia. Ich will das Bibichen geben. Das kriegst du nicht so raus. Musst du mir auch schneiden. Naja, du mal. Hast du es? Hm. Hast du es? Für Babyschen verrückt, so jetzt. Ich kann das gar nicht tragen. Oh, wie sie sich freut. Muss ich denn das hier machen? Na, drüben auf das Kissen. Auf das Kissen. Wenn du es normal hingemacht hast. Was ist das Kissen? Das Gute. Achtung, wartet. Okay. Scheint dir zu gefallen. Gefallen. Ich komme. Virginia kriegt auch noch was. Premium. Mageres Hühnchenfilet. Gucken, was das ist. Wahrscheinlich so nicht. Die kleine. Ist so. Hier, hallo, ich zeig dir hier was. Virginia mag nicht so große Sachen. Die mag das am besten gleich mundgerecht fertig. Ja, warte doch, das? Jetzt. Warum hast du es nicht in die Hand? Ja, schön. Hier. Wenn du es drin beißt. Nein, die leckt mir das ab. Was ist da in ihrer Schale? Ich beiß ab. Ach, die beißt doch nicht ab. Ja. So. Ja, du warst einkaufen. Alleine? Alone. Alleine? Ja. Weil es mir nicht gut geht. Tja, und das packen wir jetzt aus. Oder ich? Du. So, wir haben, warte. Also, Lea ist beschäftigt mit ihren Knochen. Ja. Und hier sind ihre Lieblingsstangen, die sie wirklich sehr gerne liebt. Ich will mal gucken, ob sie da auch vom Klipphoff raus. Aber sie hat drauf geguckt. Naja, sie hat geguckt. Naja, aber darum geht es ja nicht. Aber so. Okay. Und wie teuer waren die Stangen? Also die Stangen, die kosten 5 Euro. Und da sind
Und da sind, nein, die kosten 6 Euro, Entschuldigung. Ach, du die kosten 6 Euro und da sind, glaube ich, 10 Stangen drin. Und dieser Knochen, der hat einfach 2 Euro gekostet. Ah, jetzt musst du doch mal nebenbei noch. Jetzt kannst du doch nicht lassen. Scheiße, was mache ich nur? Hat die schon was bekommen heute? Nein. Der okay. Lea hat noch ihr Futter, Schatz. Ja, gut. Aber doch ja, sie will mehr. Einfach nichts anderes essen. Gefallen. Ah, jetzt mal bei denen noch vielleicht nochmal so ein. Das von Trixis ist. Ja, schön, gerne. Dass du das hast. Ja. Nee, dann fahren wir halt. Ich hab doch Urlaub, da kann ich schon mal fahren. So, wir sind schon wieder am Ende angekommen, so wie immer, irgendwie, wenn wir auf der Couch sitzen. Ja, das war's schon mit dem Vlog, wir haben nicht wirklich viel gefloggt. Ich habe nicht viel gemacht, die ganze Woche nicht. Dann hat Karl nochmal die Küche gemacht, weil ich nicht kann. Jedes Mal, wenn ich mich bewege, tut der Bauch weh. Meine Mama hat gesagt, dass das normal ist und solange der Bauch nicht hart wird und ich starke Wehen kriege, ist alles in Ordnung. Ich soll mich schonen. Mhm. Hörst du jetzt mal auf? Das nervt. Mhm. Ja. Es ist heute nicht viel passiert und das war's schon. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Wie? Willst du noch was sagen? Oh.